Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 6. Mai und es ist Sitzungswoche nach den langen Sommerferien hätte ich fast gesagt, die kommen ja auch noch. Osterferien wird wieder gearbeitet im Bundestag und bei mir ist der Berliner Bundestagsabgeordnete der CDU, Klaus-Dieter Gröhler. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Was tut sich diese Woche? Volles Programm, habe ich gesehen in der Tagesordnung. Ich muss Ihnen erstmal ganz klein wenig widersprechen, Herr Dr. Brinkmann. Es hört sich ja so an, als wenn sitzungsfreie Zeit komplett heißt. Ja, darauf habe ich gewartet. Dass Abgeordnete nicht arbeiten. Aber glauben Sie, wir betreuen auch unsere Wahlkreise. Allein in der letzten Woche hatte ich drei Besuchergruppen im Bundestag. In erster Linie Schülerinnen und Schüler, was mir auch immer viel Spaß macht. Also wir liegen nicht völlig auf der faulen Haut. Ja, das ist gut. Habe ich auch nicht erwartet, dass es so ist. Sonst sage ich immer, sitzungsfrei ist nicht arbeitsfrei. Genau. Ja? So, aber diese Woche ist wirklich ein kompaktes Programm. Ja. 13 Tage ja, nacheinander, ohne Pause, das ist schon was. Ja, jetzt muss man mal ein bisschen Mitleid mit Ihnen haben. Was liegt denn an diese Woche? Naja, unter anderem wird es darum gehen, mal wieder das Bundeswehrmandat in Mali zu verlängern, mit Afghanistan zusammen der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr. Nicht umsonst war ja auch gerade die Kanzlerin in Afrika. Wir müssen ein hohes Interesse daran haben, dort die Situation zu stabilisieren. Denken Sie jetzt allein an die Situation in Libyen, die uns viel Sorgen macht, weil ja dort offensichtlich die unterschiedlichen Gruppen sich eben doch kriegen wieder bekämpfen und die vom Westen anerkannte Regierung stark unter Druck gerät. Nochmal Zwischenruf. Mhm. In Libyen gab es eine Intervention der NATO und sie hat nichts genutzt. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir jetzt dort intervenieren sollen, sondern wir müssen eben sehen, dass wir in Teilen Afrikas eine instabile Situation haben und das war ja der Grund, weshalb die Bundeswehr eben unsere französischen Freunde in Mali unterstützt. Zum einen tatsächlich mit Soldaten, zum anderen mit einer Ausbildungsmission für die Streitkräfte Malis, um dafür zu sorgen, dass nicht auch Mali zu einem Staat wird, der auf Dauer instabil ist und wo wir dann neue Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa bekommen. Ja, das wollen wir nicht. Richtig. Das ist eine Erklärung. Das können wir auch nicht verkraften, das sage ich ganz deutlich. Ja, gehen wir mal in die aktuelle Diskussion. Hat mit der CDU nicht direkt zu tun. Da gibt es jemanden, ein Gespenst geht um, der heißt Kevin Kühnert. Was sagt man denn Ihrer Partei dazu in der CDU? Bringt das die SPD durcheinander oder macht sie stärker? Wird die SPD jetzt linker? Wird das Regieren schwieriger mit so einem unruhigen Geist dazwischen? Wissen Sie, ich bin nicht in der Position, der SPD Ratschläge zu geben, aber wenn sie denn meint, linker werden zu wollen, glaube ich, da ist nicht viel Platz. Da gibt es schon eine Partei, die nennt sich sogar die Linke. Aber das müssen die Sozialdemokraten selbst entscheiden. Was mich dabei viel mehr beunruhigt, Herr Kühnert ist ja auch Berliner SPD-Politiker und er bekommt Rückendeckung vom Berliner Innensenator, von Andreas Geisel, eine der Spitzenleute in der Berliner SPD. Und zusammen mit dieser ganzen Diskussion um Wohnungsenteignung merke ich zunehmend, dass die Berliner SPD sich von der sozialen Marktwirtschaft verabschiedet. Und damit wird es natürlich auch schwieriger, insgesamt mit der SPD zusammenzuarbeiten, auf Bundesebene zum einen und zum anderen, wenn Sie daran denken, dass nach den nächsten Wahlen in Berlin ja auch eine Regierung gebildet werden muss. Also die Berliner SPD ist auf einem Linkstrip und das tut dieser Stadt nicht gut. Ja, und wir haben ja die Diskussion, die Entscheidung noch nicht, die Diskussion im Herbst, so steht es im Koalitionsvertrag, der SPD und der Union beide überlegen, ob sie die Große Koalition fortsetzen wollen. Das heißt, sie prüfen, ob die Ergebnisse der ersten zwei Jahre tragfähig genug sind, um das Bündnis fortzusetzen. So steht es im Koalitionsvertrag. Da kann doch Herr Kühnert eine entscheidende Rolle jetzt mitspielen. Es kommt natürlich darauf an, wie stark innerhalb der SPD Kräfte ihm folgen. Sigmar Gabriel hat ja schon ein sehr, sehr deutliches Stoppschild gesetzt. Er hat aber auch nichts mehr zu sagen in der Partei. Nein, aber andere, die ein Stück einflussreicher sind, haben ja bis hin zu den Bemerkungen, was hat Herr Kühnert denn geraucht, gesagt und so. Also ich will mich gar nicht darüber lustig machen. Es ist jedenfalls für das politische Klima in Deutschland eine falsche Diskussion. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie mit
Wirtschaftsvertretern sprechen und die auf internationalen Konferenzen sind, werden sie zunehmend darauf angesprochen, was hier eigentlich in Deutschland, insbesondere was in Berlin los ist. Da wird die Frage gestellt, sagt man, bei euch regieren die Linken und stimmt es, dass jetzt alles verstaatlicht werden soll? Ja, kommt also, der Sozialismus wieder. Ja, da, ich will jetzt nicht ein Gespenst an die Wand malen, aber man muss durchaus sehen, dass das insbesondere der deutschen Hauptstadt, was ihre Reputation im Ausland angeht, kein Stück weiterhilft. Ja. Und gestern Abend war Herr Kühnert bei Will und auf die Frage oder den Einwand, will er den Sozialismus wieder, hatten wir dann die DDR schon, hat er geantwortet, sie hatten die DDR, aber nicht den Sozialismus. So nach dem Motto, Sozialismus ist ein besseres Modell. Ich aber, wusste schon, warum ich die Sendung nicht gucke, Herr. Okay. Gut, kommen wir mal zur aktuellen Lage. Ich habe zwei verwirrende Meldungen, die ich nicht so richtig zusammenkriege. Die eine habe ich noch im Kopf, die Steuereinnahmen spudeln so viel wie nie. Und die andere heißt, uns fehlen 60, 70 Milliarden Steuern plötzlich. Wie geht denn das zusammen? Haben wir zu viel Geld oder haben wir zu wenig Geld? Also wir hatten in den letzten Jahren in der Tat viel Geld. Und die Steuereinnahmen sprudeln immer noch, aber sie sprudeln erstens weniger, also nicht mehr so stark wie in den letzten zwei, drei Jahren. Und zum anderen liegt es auch daran, dass der Bund weniger einnimmt. Zum einen, weil wir massive Steuerentlastungsprogramme auf den Weg gebracht haben, insbesondere für Alleinerziehende und für Familien. Das heißt, dem Bund gehen Einnahmen verloren. Und zum anderen gibt es in Zukunft eine andere Aufteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund und Ländern. Im nächsten Jahr werden die Länder der Bundesrepublik Deutschland erstmalig mehr Steuern einnehmen als der Bund. Das hatten wir seit 1949 noch nicht. Gilt das auch für Berlin? Das gilt letztlich auch für Berlin. Geldsegen für Berlin? Berlin hatte ja einen Überschuss, einen Haushaltsüberschuss. Ja. Alle Bundesländer haben aktuell einen Haushaltsüberschuss. So, und der Bund kommt jetzt in die Situation, dass er den Ländern viele, viele Zusagen gemacht hat. Denken Sie an Gelder zur Renovierung von Schulen. Denken Sie an Gelder zur Digitalisierung von Schulen. Ja, genau, richtig. So, und das müssen wir jetzt alles finanzieren. Und zum anderen wollen wir 2021... Moment. Hm? Sie sagen, das müssen wir jetzt alles finanzieren? Wir als Bund, genau. Wir als Bund. Ich dachte gerade, ja, der Bund gibt 5 Milliarden und dann müssen wir das wieder zurückgeben. Nein. Wir als Bund müssen das finanzieren, was wir den Ländern zugesagt haben. Und bitte vergessen Sie nicht, ab 2021 fällt der Solidaritätszuschlag für 90% der jetzt Zahlenden weg. Das heißt, auch das ist ein Einnahmeverlust für den Bund. Und das alles will verkraftet werden. Deshalb hat ja Ralf Brinkhaus gestern, unser Fraktionsvorsitzender, sehr deutlich gesagt, wir müssen den Bundeshaushalt sehr, sehr intensiv überprüfen, welche Ausgaben sind tatsächlich in Zukunft notwendig. Wir haben im Moment eine Deckungslücke. Ich kratze mich an der Backe, weil ich so ganz das nicht verstehe. Immer noch nicht. Okay. Ja? Vor ein paar Wochen noch. Ja. Nein. Sie haben das schon gut drüber gebracht, aber ich verstehe es inhaltlich nicht. Ich will es nur noch mal genau wissen. Vor ein paar Wochen hieß es noch, wir schwimmen im Geld. Und jetzt auf einmal waren mahnende Stimmen und sagen, Vorsicht, es ist doch nicht so viel da. Muss dann Berlin jetzt damit rechnen, dass es doch weniger kriegt als gehofft? Nein, oder erhofft? Nein, das, was der Bund zugesagt hat, daran hält er sich auch. Alles andere geht. Sind Sie sicher? Können Sie schwören? Aber Sie müssen eben sehen, wir erkennen ja, dass in den kommenden Jahren Ausgaben auf uns zukommen. Denken Sie an den Ausstieg aus der Braunkohleförderung. Da wollen die Länder, die betroffen sind, natürlich auch massive Entschädigungen für. Und all das will finanziert werden. Also richtig ist, ja, wir haben noch eine Menge Steuereinnahmen, aber ja, es wird weniger zum einen und zum anderen werden wir in den kommenden Jahren auch zahlreiche Ausgaben und eben Einnahmereduzierungen haben und damit wird der Bund umgehen müssen. Wo haben wir denn Ausgabensteigerungen? Bei der Rente haben wir zum Beispiel, die steigt und steigt. Manche sagen, das ist viel zu viel, das ruiniert den Sozialstaat. Wir zahlen jetzt wie viel in die Sozialkassen? 53% des Bundeshaushaltes kommen für Soziales, genau. So, aber ich glaube nicht, dass man dort im großen Umfang von wegkommt. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, was sind die großen Ausgaben des Bundes? Denken Sie an Baukindergeld, denken Sie an zusätzliche Finanzierung für den sozialen Wohnungsbau. Der Bund will selbst Wohnungen für seine Bundesbedienstete in Ballungsräumen errichten. Das sind ja alles Ausgaben, die auch finanziert werden wollen. Das sind alles notwendige Dinge, aber wir müssen eben sehen, dass wir uns auf Dauer nicht übernehmen.
Ja, das ist gut so, das zu hören. Hoffentlich tut das auch jemand. Ich halte mich gerne immer, ich bin ja Haushälter und ich halte mich ja, immer gern den Daumen auf ich der Kasse. Halte mich immer gern an Ludwig Erhard, den Gürtel ruhig mal wieder ein Stückchen enger schnallen. Ja, aber das hört man so ungern in dieser Zeit. Ich weiß, weil man gewöhnt war zu sagen, jetzt geht's uns doch blendend. Ja, und wir haben ja auch zwei weitere Dinge, von denen wir uns als Union nicht verabschieden werden. Das eine ist, wir werden keine neuen Schulden machen. Und wir werden nicht die Steuern erhöhen. So, und diese beiden Prämissen sind natürlich bei einem Bundeshaushalt dann für uns auch immer ganz maßgeblich. Ja, die Schuldenbremse oder die schwarze Null gilt für jede Regierung, es sei denn, sie wird geändert. Aber 2021 Steuern nicht erhöhen ist nur ein Wahlversprechen. Das gilt nur bis 2021. Nun lassen Sie kann uns man ja mal, wieder aufheben. Ja, aber nun lassen Sie uns erstmal bis 2021 regieren und 2021 werden wir ein neues Wahlprogramm dann den Wählerinnen und Wählern vorzulegen haben und ich glaube nicht, dass die Union da reinschreiben wird, dass wir Steuern in Zukunft erhöhen. Ja. Ich schließe daraus, dass Sie sagen, wir regieren bis 2021. Sie glauben an keinen Bruch der Koalition im Herbst, wenn es zur Überprüfung kommt. Richtig. Spekulieren ja einige Kollegen, ja, Frau Kamp-Kornbauer. Nein, die spekuliert nicht. Schauen Sie mal, es wird ja auch immer unwahrscheinlich viel öffentlich in Sachen reininterpretiert. Wenn der Bundesvorstand der CDU sich zu einer Klausurtagung nach der Europawahl treffen möchte, dann heißt das nicht, dass die Koalition auseinanderfliegt. Aber natürlich muss man eine Europawahl dann auch mal bewerten, das Ergebnis, und zum anderen sich orientieren, was man zur Mitte der Legislaturperiode in den kommenden zwei Jahren machen will. Also ich würde nicht immer in alles reininterpretieren, jetzt fliegt die Koalition auseinander. Ich sehe dafür gar keine Notwendigkeit. Sie nehmen ja den Dampf daraus aus Ihrer außergewöhnlichen Tagung. Ja, da ist doch auch gar kein Dampf drin. Viele Medien drücken da immer viel Dampf rein, um Dinge auch als Überschriften formulieren zu können. Also es wird, wenn ich das richtig jetzt interpretiere, es wird keinen Wechsel geben im Amt der Bundeskanzlerin nach der Europawahl, in dem Frau Merkel sagt, ich habe die Nase voll und Frau Kamp-Kornbauer stellt sich im Bundestag. Dazu bräuchte sie ja auch die Stimmen der SPD. Herr Dr. Brinkmann, haben Sie den Eindruck, wenn Sie die Kanzlerin erleben, dass sie die Nase voll hat? Nee, ich habe den Eindruck nicht. Sehen Sie, ja, die will noch zwei Jahre regieren und sie wird zwei Jahre regieren und ich finde das gut. Ja, ist gut, dann soll sie das auch tun. Sie wird das schaffen, wenn ich diesen Satz mal. Ja. Da müssen wir mal vorsichtig sein. Ich stand damals zu diesem Satz und der war auch richtig. Wir schaffen das und die Kanzlerin schafft das auch. Und wir schaffen es jetzt, eine kleine Pause zu machen, Werbepause, und dann sind wir wieder da mit Klaus-Dieter Gröhler, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Berlin. Und wir reden über die nächsten 13 Tage, nämlich so lange wird durchdiskutiert, gearbeitet, darf ich jetzt nicht benutzen, gearbeitet wird immer im Bundestag. Aber es sind zwei Sitzungswochen hintereinander. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Heute ist 6. Mai und wir haben Sitzungswoche und bei mir ist das Gast der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Berlin, Klaus-Dieter Gröhler. Wir haben schon gesprochen über die Möglichkeiten, die sich ergeben, Überprüfung der Koalition, Wechsel im Kanzleramt. Sie sagen, wir schaffen das, die Kanzlerin schafft das bis 2021. Kommen wir mal zur Berliner Politik, die ja, Sie sind Mitglied im Haushaltsausschuss, auch eine Rolle spielt, weil es um Geld geht, das für Berlin bestimmt ist. Da ist der ICC und der BER. Am BER ist der Bund beteiligt. Tut sich da irgendwas Neues? Haben Sie neue Erkenntnisse? Wann wird der Flughafen eröffnet? Also wenn ich das definitiv wüsste, würde ja, ich glaube ich nicht hier sitzen. Ich will mich da auf gar keine Spekulationen einlassen. Der Hauptanteilseigner des Flughafens BER ist das Land Berlin und die Federführung liegt bei Berlin. Und zum anderen, weil es nun mal ein Bauprojekt in Brandenburg ist, sind die zuständigen Genehmigungsbehörden Brandenburger Behörden. Also diese beiden Länder müssen die Sache zusammen in erster Linie wuppen. Aber Sie sprachen ja eben von Geldsegen für Berlin, in der Tat. Berlin hat in den letzten Tagen fast 20 Millionen aus Bundesmitteln für 7 unterschiedliche Projekte bekommen. Und das tut natürlich der Stadt gut. Und, durch 7 geteilt macht 2, und etwas für jedes. Ja, aber Sie müssen ja mal sehen, es gab bei dem einen Topf, aus dem finanziert wurde, es nennt sich Nationale Projekte des Städtebaus, gab es 135 Anträge. Und Berlin ist immerhin mit 3 Anträgen durchgekommen. Dank Ihnen. Ich saß in der Jury und habe mich
da auch ein bisschen drum gekümmert. In der Tat, da ist unter anderem die große Treppenanlage vor dem neuen Berliner Schloss in Mitte dabei, die in Zukunft zum Wasser runterführen wird und die ein Teil des späteren Flussbades an der Spree sein soll. Also das wird sicherlich eine schöne... Und das war bisher nicht finanziert? Das war bisher nicht finanziert. Das gehört nicht unmittelbar zum Schlossneubau, deshalb war es nicht in der Finanzierung mit drin, sondern es ist eine Außenanlage und ich bin sicher, wenn das in einigen Jahren realisiert ist, wird das für die Stadt eine schöne Sache. Und nach jeder Treppenstufe steht Klaus Dieter Bohlen. Nein. Mein Name steht auch nicht auf der neuen Versuchsstrecke für eine Radschnellverbindung unter dem U-Bahn-Viadukt. Die ersten 200 Meter werden mit Bundesmitteln angelegt werden und die Zielsetzung ist, dass man später mal von der Warschauer Brücke bis zum KDW auf einem durchgehenden Radweg kommt. Das ist doch eine sehr schöne Zukunftsidee. Von der Warschauer Brücke bis zum KDW? Ja, richtig. Wo läuft denn das? Alles unterirdisch? Oder nein. Das läuft in weiten Teilen unter dem U-Bahn, unter der Hochbahn lang, also unter dem Viadukt, durch Schöneberg, durch von Kreuzberg aus kommen, teilweise direkt am Landwehrkanal lang. Aber es sind jetzt erst die ersten 200 Meter und das soll eine Probestrecke sein, ist ein Innovationsprojekt und wird sicherlich Strahlkraft für Berlin haben. Sind Sie leidenschaftlicher Radfahrer? Ich fahre auch mal Rad. Ich bin immer sehr für einen Mix der Verkehrsmittel, anders als der Berliner Senat, der ja immer glaubt, es gäbe nur noch das Fahrrad. Das ist sicherlich eine falsche Vorstellung. Es muss immer das eingesetzt werden, was an der Stelle Sinn macht. Das kann mal das Auto sein, das kann mal der ÖPNV sein und das kann mal das Fahrrad sein. Aber wenn ich gerade Berliner Senat sage und Verkehr, habe ich ja manchmal den Eindruck, diese Landesregierung kümmert sich zum Beispiel um den Ausbau des ÖPNV überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ja. Es verschlechtert sich ja ständig das Angebot. Man wird immer nur von diesem Senat als Autofahrer ausgebremst, aber es gibt eben keine zusätzlichen Alternativen. Und das halte ich als Landespolitik für völlig verfehlt. Ja, aber an diesem 200 Meter langen Fahrradweg, da sind Sie beteiligt gewesen. Da bin ich beteiligt gewesen, war mir auch ein großes Anliegen. Und dass der Bund dort über 2 Millionen für zur Verfügung stellt, halte ich auch für richtig. Ja, 200 Meter, 2 Millionen, ganz schön teuer. Ja, aber es ist ein Zukunftsprojekt. Es soll ja nicht nur einfach ein Radweg sein, sondern dieser Radweg soll zum Beispiel so geschaltet sein, was die Ampelanlagen angibt, dass man eben konfliktfrei kreuzen kann. Es soll für die Radfahrer Hinweise geben, wie schnell man fährt, um in einer grünen Welle drin zu sein. Es wird eine Beleuchtung geben müssen für diesen Radweg unter dem U-Bahn, unter der Hochbahn, unter dem Viadukt und so. Also da kommt schon einiges zusammen. Wann ist es denn fertig? Die Frage, die man immer stellen muss in Berlin, vor allen Dingen unter dem Blick des BER. Richtig. Da der Bund selbst nicht Bauherr ist, kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Aber gehen Sie mal davon aus, dass wenn wir diese Sendung in 3 Jahren wieder machen, dass wir dann sicherlich schon was sehen. Und dass wir dann in der Planungsphase noch immer sind. Hoffentlich nicht. Sie sind heute sehr pessimistisch. Und ein dritter Batzen Geld geht wohin? ECC? Nein, leider nicht. Unter anderem konnte ich dafür sorgen, dass das älteste Haus Wilmersdorfs, das Schölerschlösschen, was seit zig Jahren leer steht, dass das renoviert und saniert wird und denkmalgerecht wiederhergestellt werden kann. Das Haus ist ja mit den Mitteln der Stiftung Denkmalschutz Berlin damals außen in seiner Barockanmutung wiederhergestellt worden. Aber für innen hat das Geld nicht gereicht und da wird jetzt der Bund einen erheblichen Anteil der Finanzierung. Also die Treppe beim Schloss und noch ein Schlösschen. Trotzdem bin ich begeisterter Anhänger dieser Republik, die nun in diesem Jahr 100 Jahre alt ist. Ja, Sie haben meinen Gedanken schon erraten. Nein, das bin ich natürlich Interpretation. So, heimlich. Und was mit dem ECC? Ja, wenn Sie dieses Stichwort nennen, der Senat hat ja Investoren aufgefordert, Konzepte einzureichen. Und ich habe mit dem einen oder anderen Investor gesprochen und dort schlägt man teilweise die Hände über den Kopf zusammen, wie dilettantisch der Berliner Senat die Wirtschaftsverwaltung an die Fragestellung rangeht. Vielleicht will man das gar nicht. Diesen Eindruck habe ich manchmal auch. Und inzwischen gehen der Stadt ja richtig internationale große Kongresse verloren. Das ECC rottet vor sich hin. Gerade auf dem Weg hier zu Ihnen bin ich vorhin wieder dran vorbeigefahren und habe gedacht, also wirklich schade um dieses Gebäude. Wurde ja gerade vor einigen Tagen 40 Jahre alt. Ich war bei der Öffnung dabei, ich kann mich sehr gut erinnern. Das war mir leider vergönnt, da war ich 13-jähriger Schüler. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es, als es eröffnet wurde, eben in der Stadt eine große Euphorie gab, dass man jetzt so ein Angebot für internationale
Kongresse und Veranstaltungen hat. Und das fehlt inzwischen der Stadt wirklich. Und dieser Senat ruiniert das Gebäude offensichtlich. Ja, was soll denn jetzt damit werden? Na, der Senat hatte ja aufgefordert, Konzepte einzureichen, dass es eben teilweise privat genutzt wird, teilweise eben auch durch die Messe Berlin. Ich bin der festen Auffassung, es muss weiterhin ein Messe- und Kongressstandort sein. Die Stadt braucht das. Und ich glaube auch, unterm Strich wird das Land Berlin die Sanierungskosten tragen müssen. Und wenn der eine oder andere immer sagt, das Ding finanziert sich ja nicht, das schreibt keine schwarze Null. Es gibt kein Kongresszentrum auf der Welt, was sich selbst finanziert. Der Profit für die Stadt entsteht immer dadurch, dass sie bei einem großen Kongress 10.000 Besucher in der Stadt haben, 10.000 Übernachtungsgäste pro Veranstaltungstag, die fahren Taxi, die gehen essen, die kaufen ein paar Souvenirs ein, die gehen ins KDW und so weiter. Das sind alles Dinge, von denen die Stadt dann lebt. Und Berlin ist nun inzwischen keine Industriemetropole mehr und deshalb müssen wir unsere Arbeitsplätze auf anderem Wege sichern. Aber Sie haben ja eben gesagt, Sie haben mit einigen der Investoren gesprochen. Gibt es denn da wirklich reale Interessenten? Oder sind das nur Leute, die sagen, wir gucken mal und vielleicht und so? Ich habe die Einschätzung, es gibt reale Interessenten und wenn die mir sagen, dass die Senatsverwaltung offensichtlich nur dabei ist, sich das alles mal anzuschauen, um zu gucken, wie sieht denn jetzt der Markt aus, dann ist das sicherlich der falsche Weg, weil dazu hätte man schon längst Zeit gehabt, weil das ICC ist ja nicht über Nacht durch Zufall zugemacht worden, sondern die Situation hat sich über viele Jahre ergeben und ich halte es wirklich für fahrlässig, das Gebäude weiterhin vor sich hinrotten zu lassen. Also, kommt was in Gang? Wie lange braucht das? Sie haben eben gesagt, wenn wir in 3 Jahren hier wieder sitzen, so lange wird es nicht dauern. Wir sehen uns im Juli schon wieder, aber das ist zu früh. Also schauen Sie mal, da meine Partei an der Berliner Landesregierung zurzeit nicht beteiligt ist, sondern wir einen rot-rot-grünen Senat haben, dürfen Sie mich da nicht fragen, aber ich gehe davon aus, dieser Senat bekommt das Thema ICC nicht mehr geschultert. Wie so viele andere Themen in der Stadt auch nicht, von Wohnungsbau über Ausbau des ÖPNV bis hin zur Frage der sozialen Mischung. Ich glaube inzwischen, diese Landesregierung tut gut dran, spätestens in 2 Jahren abgewählt zu werden. Eine Frage muss ich doch immer stellen und ist immer dieselbe Frage, immer wenn wir hier sitzen. Okay. Was ist denn nun mit der Mietdeckelung? Die Frage kriegen Sie doch in Ihren Sprechstunden ständig. Ich kriege Fragen jedenfalls zum Thema Miete ständig gestellt. Wir hatten ja gerade eine Klausurtagung der Berliner CDU-Abgeordnetenhausfraktion am Wochenende und dort ist beschlossen worden, ein Berliner Mietergeld. Also die Idee der CDU ist, das Geld nicht in die Gebäude sozusagen reinzustecken, sondern den Menschen, die von zu hoher Miete betroffen sind, individuell zu helfen. Das halte ich auch für richtig, weil sie sonst eben diese Situationen haben, dass sie in bestimmten Quartieren die Leute eben ausziehen müssen, weil sie es nicht mehr leisten können und in andere billigere Gegenden ziehen müssen. Das verändert die ganze soziale Mischung der Stadt. Wir wollen nicht, dass in Teilen der Stadt nur Menschen wohnen, die sich eine hohe Miete leisten können und irgendwo an den Stadtrand gedrängt Menschen wohnen, die sich eine geringere Miete leisten können. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sie als CDU-Politiker sowas fordern. Das ist doch eine direkte Subvention aus Steuergeldern. Das heißt, wenn der Mieter 1.000 Euro Miete bezahlt und er kann sich nur 800 leisten, geben Sie ihm dann die 200 Differenz dazu? Oder wie ist das gedacht? Aber Herr Dr. Brinkmann, Mietergeld. Das machen wir doch in so vielen anderen Teilen auch. Wenn wir sozialen Wohnungsbau errichten, dann fördern wir doch auch mit staatlichen Geldern. Da merkt es aber keiner so. Ja, aber das ist ja gerade das Problem. Wenn Sie sozialen Wohnungsbau hochziehen und in einem Haus 100 Leute wohnen, die eben alle nur eine Sozialbaumiete sich leisten können, denn haben Sie eben keine soziale Mischung in diesem Quartier. Und wenn es dann eben noch dazu führt, dass Leute eben aus bestimmten Bereichen Berlins rausgedrängt werden, weil sich dort die Miete eben nicht mehr leisten können und eben in irgendwelche Sozialbausiedlungen am Rande der Stadt ziehen müssen, dann kippt ihnen irgendwann diese Mischung. Und deshalb sagen wir, wir wollen nicht in das einzelne Gebäude investieren, sondern wir wollen in die Menschen investieren. Gab es nicht früher mal so einen Schein, Paragraph 5 Schein oder Paragraph 7 Schein? Ich erinnere mich so aus alten Studentenzeiten, da war das auch so. Man ging zum Amt und sagte, man ist jetzt also bevorrechtigt oder man bekommt einen Zuschuss. Wohnberechtigungsscheine, ja. Ja, Wohnberechtigungsschein. Genau. Und sowas wollen Sie wieder einführen?
Wie man das im Einzelnen ausgestaltet, muss man sich angucken. Das müssen hier unsere Berliner Landespolitiker in der CDU-Fraktion dann entscheiden. Im Moment ist es so, dass sie ja auch Wohnberechtigungsscheine in der Stadt haben. Und sie haben zurzeit mehr Inhaber dieser Berechtigungsscheine als staatlich geförderte Wohnungen. Das heißt, auch dort übersteigt inzwischen die Nachfrage das Angebot, wie insgesamt beim Thema Mieten. Und wir müssen bauen, bauen, bauen. Ja, und dann gibt es vielleicht das Mietergeld. Das ist an sich eine ganz gute Idee, obwohl ich so ein bisschen Skepsis habe. Aber wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen, mal sehen, wie weit das gediehen ist. Und vielleicht können wir schon beruhigende Nachrichten an die Berliner Mieter, die sich ihre Miete eigentlich nicht mehr leisten können, aber da wohnen bleiben wollen, wo sie wohnen. Ja. Geben. Aber Vorsicht, dazu muss die CDU in Berlin erst wieder mitregieren. Ja, alles hat seine Grundvoraussetzung. Richtig. Nichts kommt von nichts. Völlig richtig. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Klaus-Dieter Göller, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Berlin. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wie immer wieder aus dem Bundestag jeden Montag 20.15 Uhr und dann auf YouTube, YouTube TV Berlin. Und aus dem Bundestag können Sie jede Sendung nochmal nachschauen. Vielen Dank, bis nächste Woche und tschüss.